Massage. Meine Damen, meine Herren, werte Gäste, wir möchten alle zusammen recht herzlich im Namen der Stern- und Kreisschifffahrts GmbH sowie unserer gastronomischen Versorgung hier bei uns an Bord auf dem Motorschiff Montbijou willkommen heißen. Ja, nachdem wir jetzt hier unseren Anlegesteg im Welthafen Treptow verlassen haben, ganz schnell ein paar kurze und knappe Informationen zur Fahrt- und Fahrstrecke. Wobei ganz so kurz kann es nicht werden, weil der Weg, der vor uns liegt, doch ein recht langer ist. Ja, werte Gäste, wir fahren mit Ihnen jetzt auf der guten alten Spreewasserstraße bergwärts weiter in Richtung Berlin-Köpenick und die Fahrt führt uns vorbei am Treptower Park, der Ausflugsgaststätte Zenner, geht es dann auch an der Insel der Jugend vorbei, weiter nach Baumschulenweg, anschließend über das ehemalige Schöneweider Industriegebiet, weiter nach Spindlersfeld und weiter nach Köpenick-Luisenhain. In einer knappen Stunde haben wir Köpenick erreicht, da liegen wir kurz nochmal an, gucken nach, ob der ein oder andere freiwillig zusteigen möchte und dann geht es schon durch das Köpenicker Becken weiter zur Köpenicker Dammbrücke. Ja, und dort an der Dammbrücke werden wir die Spree- oder Hauptwasserstraße verlassen. Wir fahren rauf auf die Berliner Müggelspree und dann geht's auf der Müggelspree über Hirschgarten weiter nach Friedrichshagen. Auch in Friedrichshagen machen wir noch ganz kurz Zwischenstation und dann wird es über den großen Müggelsee weitergehen, den größten Berliner See, weiter in Richtung Müggelhort. Ja, ab Müggelhort befahren wir dann den reizvolleren Teil der Berliner Müggelspree. Der erfahrene Dampferfahrer kennt ja die Ecke unter dem Namen Neu-Venedig. Es geht über Müggelhort am kleinen Müggelsee vorbei, weiter nach Ransdorf, weiter nach Hessenwinkel. Ja, dort in Hessenwinkel werden wir dann wir werden in Hessenwinkel auf den Dämmritzsee rauffahren und dort verlassen wir das Berliner Stadtgebiet. Dort geht es dann ins Land Brandenburg hinein, über den Dämmritzsee weiter nach Erkner und durch das Flakenfließ bei Erkner rauf auf den Flakensee. Und dort am Flakensee werden wir dann im wahrsten Sinne des Wortes die Ortschaft Woltersdorf links liegen lassen. Wir haben ja dort die Einmündung in die Löcknitz erreicht, diesen kleinen ruhigen Flüsschen. Und dann fahren wir auf der Löcknitz, über Löcknitz-Jüttel weiter nach Fangschleuse zum Walsee, über den Walsee nach Grünheide zum Petsee und weiter nach Altbuchhaus zum Möllensee. Ja, auf dem Möllensee fahren wir rauf, bis es nicht mehr weitergeht. Dort haben wir den Scheitelpunkt der Fahrt erreicht, werden dort drehen und dann geht es die ganze Strecke über Friedrichshagen-Köpenick zurück zum Hafen Treptow, so dass wir spätestens hier am Hafen Treptow um 18 Uhr ankommen werden. Im Fahrplan steht 18:15, aber das ist nicht mehr aktuell. Man hat doch festgestellt nach vielen Jahren, dass sich dann die Fahrt mit einer anderen Tour an den Anlegestellen überschneidet. Darum hat man diese Fahrt praktisch um 15 Minuten verkürzt. Aber die Strecke ist dieselbe geblieben. Das heißt nur, dass auf dem Rückweg halt ein bisschen schneller fahren. Manchmal schneller als die Polizei erlaubt, aber das hat keiner gehört.